Guten Tag, konnichiwa. Heute geht es um japanische Gerichte. Wenn Sie sie noch nicht gegessen haben, haben Sie etwas Gutes verpasst. Wenn Sie sie gegessen haben, wissen Sie, wie gut sie schmecken. Oder haben Sie eine andere Erfahrung gemacht? Wenn ja, dann probieren Sie einfach andere japanische Gerichte. Japanische Gerichte haben nämlich verschiedene Geschmacksrichtungen. Mit diesem Video zeige ich Ihnen, was mir sehr gut schmeckt. Das ist zwar meine persönliche Meinung. Wenn es aber um Geschmack geht, ist alles sowieso persönlich. Ich empfehle Ihnen diese Gerichte, weil sie mir schmeckt. Das reicht, oder? Nun fangen wir mit dem Tempura an. Ich habe noch keine Deutsche kennengelernt, die Tempura nicht mögen. Tempura kann man auch zusammen mit Soba essen. Das heißt Tempura-Soba. Es kann sein, dass das Essen aus Portugal kam. Tempura hat leider für mich einen Minuspunkt. Tempura ist nämlich für mich relativ teuer, so dass ich das Gericht nicht oft essen kann. Aber das schmeckt richtig gut. Haben Sie Tempura gegessen? Wenn ja, schreiben Sie bitte, wie Ihnen Tempura geschmeckt hat. Jetzt stelle ich Ihnen Okonomiyaki vor. Das ist sozusagen japanische Pizza. Allerdings ohne Käse und Tomatensauce, aber auch mit verschiedenen Belägen und einer speziellen Soße. Im Teig sind auch Eier. Ich komme aus der Präfektur Osaka. Okonomiyaki wird zwar fast überall in Japan gegessen, in Osaka wird es aber besonders gerne gegessen. Als ich ein Kind war, gab es in jedem Viertel eine oder manchmal mehrere sehr kleine Okonomiyaki-Restaurants, die oft von Hausfrauen betrieben wurden. Ich bin selten in Japan und weiß nicht, ob es auch jetzt noch so ist. Wer es weiß, möchte es bitte in die Kommentare schreiben. Oh, ich darf nicht vergessen, dass Okonomiyaki auch in Hiroshima sehr gerne gegessen wird. Okonomiyaki von Hiroshima und Osaka sollen etwas anders sein. Wenn ich beim nächsten Mal nach Japan fliege, werde ich auf jeden Fall in Hiroshima Okonomiyaki essen. Hat jemand Okonomiyaki gegessen? Wenn ja, wie hat es Ihnen geschmeckt? War es das von Hiroshima oder von Osaka? Bitte schreiben Sie es in die Kommentare. Jetzt sind Takoyaki Teigbällchen mit Oktopus dran. Takoyaki wurden früher fast nur in Osaka und seiner Umgebung gegessen, wird aber jetzt fast überall in Japan gegessen. Ich war vor circa 10 Jahren in Tokio. Da ich vorher lange nicht in Japan war, wollte ich unbedingt Takoyaki essen. Ich ging zu einem Takoyaki-Restaurant und aß Takoyaki. Das ist außen knusprig und innen cremig und hat wunderbar geschmeckt. Das schmeckt aber anders als das, was ich früher in Osaka gegessen habe. Takoyaki aus Osaka sind nicht knusprig und sehr weich. Ich persönlich bevorzuge Takoyaki aus Osaka, da ich dort gewachsen bin. Wenn Sie damit Erfahrungen haben, schreiben Sie es bitte in die Kommentare. Dann kommt eine Nudelsuppe. Nein, heute sprechen wir nicht über Ramen, sondern über Udon.
Während die Suppe von Ramen für mich eher chinesisch schmeckt, schmeckt die Suppe von Udon für mich eher japanisch. Ramen ist hierzulande ziemlich bekannt, Udon eher weniger bekannt. Wenn Sie in Japan sind, probieren Sie unbedingt Udon. Interessanterweise gibt es eine Tendenz, dass die Suppe von Udon in Ostjapan eher dunkel und in Westjapan durchsichtig ist. Sie schmecken auch ziemlich anders. Wer damit Erfahrungen gemacht hat, möchte sie bitte in die Kommentare schreiben. Über Sushi brauche ich Ihnen nichts zu erklären. Heutzutage findet man auch hierzulande fast überall Sushi-Restaurants. Wenn Sie Sushi noch nicht gegessen haben, probieren Sie es einfach. Ich bin ziemlich sicher, dass Ihnen Sushi schmeckt. Warum sage ich ziemlich? Ja, weil ich einige kenne, die trotz allem Sushi nicht mögen. Schade. Aber das ist so. Ich bin auf jeden Fall glücklich, wenn ich Tempura, Okonomiyaki, Takoyaki, Udon oder Sushi esse. Wie ist es bei Ihnen? Bitte schreiben Sie es in die Kommentare. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich werde weiter Videos nicht nur über die japanische und die deutsche Musik fertigen, sondern auch über die deutsch-japanische Beziehungen. Wenn Sie sich für die Noten der Begleitmusik dieses Videos interessieren, finden Sie den entsprechenden Link unten in der Beschreibung. Ich würde mich über Ihren Daumen hoch oder Ihr Abonnement sehr freuen. Wenn Sie mich mit Super Thanks unterstützen wollen, könnte ich vielleicht sogar nach Japan fliegen und Ihnen über Japan berichten. Bis zum nächsten Mal. Sayonara!